Parfum. Jasmin, kostbare Essenz für Parfums. Grasse, Romanschauplatz und Wiege der Parfümerie. Immer mehr Frauen kreieren die Düfte von morgen. Ein eigenes Parfum vom Duftkreateur in Florenz. Und in Swissmade, der Duftforscher. Parfum weckt die Neugierde. Es ist anziehend, irritierend und einfach unwiderstehlich. Und keines ist wie das andere. That's the magic of perfume. Das ist die Magie des Parfums. Man macht eine Komposition und es wird etwas ganz Neues. Es ist seltsam. Ein Parfum ist einzigartig. Deine Großmutter hatte ein Parfum, dem du 20 Jahre lang nicht mehr begegnet bist. Aber eines Tages riechst du es plötzlich. Und es macht Boom. Das ist wie ein Hologramm. Lange Zeit war Parfum religiösen Ritualen vorbehalten. Es wurde geräuchert. Und daher der lateinische Ursprung des Wortes, perfumum, durch den Rauch. Au Moyen Âge et puis les siècles qui ont suivi, donc l'hygiène était un peu inexistant et donc le parfum était très. Im Mittelalter und in den folgenden Jahrhunderten gab es sehr wenig Hygiene und Parfum diente dazu, die Gerüche zu überdecken. In jener Epoche trug man Parfum um den Hals. Damals war es noch nicht in Alkohol gelöst. Man legte es in Form von Pomade, Balsam oder parfümierten Körnern in kleine Behälter und trug es in einem Flakon um den Hals. Dann kommt zum Glück die Zeit, in der man Parfum wie heute nur zum Vergnügen trägt. Die Essenzen werden vom Parfümeur gemischt und in Alkohol aufgelöst. Und es ist eher ein Luxusprodukt. Die Sammlung von wertvollen Parfumflakons ist im Museum der Parfümerie Fragonard in Grasse zu bestaunen. Grasse ist eine kleine mittelalterliche Stadt in Südfrankreich, bekannt geworden durch den Roman von Patrick Süskind. Während langer Zeit war es das Zentrum der Parfümerie. Und noch heute läuft das Geschäft mit den Düften, vor allem für Touristen. Die traditionellen Parfumhersteller in Grasse erlauben einen Einblick in die Welt des Parfums. Il faudra donner une petite note de fraîcheur.